Ist schon sehr geile Atmosphäre hier. Okay. Muss ich hier wieder kämpfen? Das sieht so aus. Der Platz ist groß genug. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keeping. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Okay. Hier kann ich noch nicht drüber. Gibt's hier irgendwie... Hier vielleicht? Hier geht's nach oben. Und damit kann ich... Ja, damit kann ich den Baum ändern. Super, komme ich hier so runter? Nein. Natürlich nicht, warum auch? Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death. And his brother was killed, but he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. Okay, ich habe jetzt aber keinen von diesen. Never set eyes on his dear sister again. I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. So, jetzt muss ich hier nochmal durch, um den Baum wieder zu reparieren. Ich kann da jetzt darüber, weil ich ja die Dingsbums gemacht habe. Die Brücke. Das sollte gehen. So, Druth ist also auferstanden aus einem Menschen vorher, der verbrannt wurde. Interessant. Und scheint der Bruder von der Senua zu sein. Aber man weiß nicht, wie das gemeint ist. So, unser geistiges Auge verrät uns, dass wir hier die Tür öffnen können. Ups. Wir sind noch hier. Du warst mit Senua. I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness. Make sense of it. And once relief settles in.
out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Bus. She remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Ratte, jetzt aber erstmal schön in die Fresse. Oh, ist das mies. Wenn wir uns fokussieren, können wir also... Na komm, wo bist du Lümmel? In die Fresse. Das Fokussieren ist schon geil. Das kannst du aber, glaube ich, nur nicht immer machen. Du kriegst mich nicht, du hast mich... Oh, ist das mies. Komm schon. Ja. Ich konnte nichts machen, wirklich. Ich bin ihm ausgewichen, er hat mich getroffen. Ob das Sinn macht, dem... Das ist vom Spiel so gemacht, dass eben Tonaussetzer war. In die Fresse. Oh, ist das mies. So, der ist hinüber. Na, oh, Mist, das hätte ich vielleicht ausweichen sollen. So, ich muss so gut ich kann fokussieren. Oh, ist das mies. Ich gebe nicht auf. Boah.
Ja, ich kann ihn also blocken. Jawohl! Ich kann ihn blocken, super. So, solange ich mich fokussieren kann, passt das schon. So, mit dem Fokus erstmal voll fett auf die Fresse. Mist. Ich könnte so einen geilen Konter machen, aber... Hast du wieder daneben geworfen, du Lümmel, hä? Oh, war das mies. So, der kann sich also in Schatten verwandeln. Wenn wir fokussieren, ist der hinüber. I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time. Jawoll! Hast dir nichts gefallen, Mädchen? Geil. The mark of Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? Yeah. Dark winter nights in the wilds. There were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Gut. Wunderbar. Wir haben jetzt das Mal von dem Illusionstrottel. Er hat's probiert. Warte mal, geht's hier weiter? Gibt's hier was zu finden? Oder muss ich jetzt einfach nur zurück? Ich glaube, es ist einfach nur noch zurücklaufen, ne? Hier gibt's nichts mehr. Schade. Ich dachte, ich könnte noch was finden.
Hier haben wir uns mit dem Typen geboxt. Die Frage ist, was passiert... Hä? Moment mal. Das Tor ist doch offen. Kamen wir... Wir kamen doch von hier. Warum sieht der andere Pfad denn... Genau, von hier kamen wir. Wir haben auch alles abgegrast. Muss doch in die Richtung. Aber die kam mir auch so ähnlich vor. Na gut, ist schon möglich, dass wir jetzt in einem Kreis gelaufen sind. Würde ja auch Sinn ergeben, weil wir ja irgendwie zurück müssen. Um mit dem Siegel die eine Tür zu, das eine Türchen zu öffnen. Aber wir brauchen noch das zweite Siegel von dem Feuerriesen. Lecker Mammut. Ja, jetzt sieht das alles ganz anders aus. Aber warum sind hier noch die Augen? Warum sind hier noch die Augen? Ich würde trotzdem gerne nochmal rangucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwie was finde. Auch wenn ich es nicht glaube. Ich finde die Augen gerade so gruselig. Warum verfolgt ihr mich? Ich tue euch nichts. Ja, da oben war ich schon. Hier auch. Hier gibt's nichts. Gut, weg hier. Lauf, Mädchen, lauf. Hat der noch Macht? Glaube nicht, ne? Nee. Nichts mehr. Ja, wir haben das mal. Tja, hier liegt jemand. Da wurde jemand aufgehängt. Da wurde jemand... Er hängt. Eieiei. Wenn die Knochen nicht schlimm genug wären. I wonder. Can you see the faces too? They're there. If you look for them, Senua. Mother. What? Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Alles klar, Mutti. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. Muss ich jetzt hier lang oder hier lang? She misses her so much. Ja, die Mutti würde ich auch vermissen. Okay. Hat der noch Macht? Tatsache, der hat noch Macht. Ah, okay. Aber von da kamen wir, ja. Von daher... Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwas übersehen habe. Weil ich ja, wie gesagt, ganz gerne im Vorhinein aufnehme.
Bedeutet, mir spoilet ihr dann nichts. Warte mal, das hatte ich schon. Ja, das hatte ich. An das kann ich mich dran erinnern. Jetzt wird es wieder dunkel. Diese weißen Flecken, weißt du? Komm schon! Ihr seid ja tolle Leute. Ich kann mich fokussieren, ihr Lümmel. So, du Lümmel. Oh, war das mies. Ah, okay. Ich dachte, ich müsste es mal erst abgeben und dann weitermachen, aber das haben wir auch schon. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua. And spill his blood. Oh, diese Dinger, ey, das ist ein Gameplay, das ist optisch, aber. Ich würde gerne. Ich würde gerne mal was quatschen, aber nein. Jetzt wird's auch interessant. Nicht einfach, aber nicht ganz so crazy wie mit den Illusionen. Ist jetzt die Frage. Ah, das ist ein Steingesicht. Alles klar. Hallo Mutti. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Alles klar, Mutti, wissen wir Bescheid, ne? So, dann will ich noch mal gucken, was über der Brücke ist. Ist gerade ein bisschen kühl hier. Ich habe jetzt noch mal schnell ein T-Shirt angezogen. Ist jetzt die Frage. Okay, hier muss ich lang. Das sieht für mich so aus, deswegen gehe ich noch mal zurück in die Höhle, in der Hoffnung, dass ich da noch irgendeinen Geschichtsstein finde. Ich renn schon. Schneller kann sie sich nicht bewegen. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal bedenkst, in was für einer Situation die sich befindet, würde ich da auch nicht unbedingt schneller durchlaufen. Aha.
Northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men to the world of the gods. For now, they say the frost giants and the mountain giants cannot cross it. But they say that when Ragnarok comes, not a thing in this world will be safe. The rainbow bridge will break under the onslaught of the fire giants riding on flaming steeds. Senua, I have seen the fire of Surt spread far and wide, and to our lands. Ragnarok is coming. Alles klar. Wenn Ragnarok kommt, dann könnt ihr doch sowieso nichts machen. Dann lasst es doch einfach geschehen. Ragnarök heißt es ja eigentlich. So, wo geht's denn lang? Sieht aber alles soweit ganz gut aus. Wozu bin ich dann hier hochgelaufen? Für nichts, das glaube ich nicht. Doch, hier ist nichts. Noch nichts. Nicht fokussieren. Noch nicht. Das kommt noch. Na komm du. Komm her. In die Fresse, du Lümmel. Oh, ist das mies. Die winnen nicht. Das kannst du aber sicher sein. Also eine Stimme sagt immer, was abgeht und ist auf unserer Seite. Und die andere ist immer... Oh, ist das mies. Drei auf einmal sind echt gemein. Ach, Quatsch. Einfach nur Glück gehabt. Dass sie mit drei Leuten uns angegriffen haben. Also die eine Stimme ist uns wohlgesonnen und die andere Stimme sagt uns, dass wir es nicht schaffen. N und Y. Human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. You hear them too. Hier gibt's ein Y und ein N. Okay. Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Are they screaming? Ich weiß, wo es das N gibt. Die Frage ist, gibt's auch das Y? Das wird langsam interessant. Ich hab's. Gut, jetzt noch die Frage, wo ich das Y finde. Die sehen alle so aus, als würden sie da reinpassen. Hab's gefunden. Hab's gefunden, geilo. Path to Helheim is sealed to the living, but you already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened.
Alles klar. First came to my lands. I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Ist das mies? Ich kann nicht ausweichen. Der hat mich in so einer... Das mit dem Schild ist mies. Ich glaube... Der geht mir auf die Nüsse! Auf meine haarigen Eier! Weg da, die gehören nicht dir! Oh, du Ratte! Oh, ist das mies! Jetzt aber. Der ist hinüber. Das ist gut, der auch. Na komm! Ich habe keine Ahnung, ob man den mit dem Schild überhaupt blocken kann. Oh, ihr Lümmel, ihr Dreckigen. Geil. Schöne Kämpfe. Okay, das muss irgendwie... Fire Gate of Surt. Know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua. Alles klar. Follow the path to Surt. Folge dem Feuer. So, wir müssen es anpacken, dann fängt es an zu brennen und dann müssen wir so schnell wie möglich durchrennen. Schon gewundert, warum das Tor aus Holz ist. Vor allem aus so Zunderholz. Alles klar, nur weil man nicht hinsieht. Ich kann da nicht durch, nicht von dieser Seite. Okay. She will find another way. Super. Find your own way. You just have to find it. It is waiting for you. It was never going to be. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Ich habe irgendwo das S vergessen. Sparks flew out from Muspel, became the stars. Schon wieder. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds and is now the land of the fire giants, and people from elsewhere cannot endure a journey there. Wo ist dieses komische S? Ich gehe da nochmal zurück, ich will das finden.
Ich habe das im Stream schon übersehen. Obwohl ich jetzt doch einigermaßen genau hingeguckt habe. Vielleicht gibt es da irgendwas und ich habe da irgendwas übersehen. Ich glaube es zwar nicht, aber glauben ist nicht wissen. Von daher gucke ich einfach nochmal nach. Und wenn ich es nicht gefunden habe, dann scheiße. Dann ist natürlich ärgerlich. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich in der richtigen Reihenfolge angezeigt wird. Habe ich das S wirklich auf meinem Weg zurück übersehen? Oder kommt das noch? Das sind Fragen über Fragen. Die einen so ein bisschen beschäftigen. Aber ich würde es gerne sicher wissen. Hier ist nichts. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ich bin die ganze Zeit auch mit den Augen am Hin- und Hergucken. Das macht langsam Kopfschmerzen. Ärgerlich, wenn man sowas übersieht. Here is nothing. Nothing I can find. Nothing I can do. What do you say to me, Drew? Nee, hier habe ich jetzt keinen Stein gesehen. Diesen weißen Stein finden. Erzähl mir die Geschichte, da fehlt doch ein Stück. Nee, das sah so aus wie einer von den Erzählsteinen. War es aber nicht. Das glaube ich nicht, dass es hier keinen Stein gibt. Das Gebiet ist so riesig. Muss ich noch weiter zurückgehen. Hier war ich schon, ne? Ja, den Stein habe ich gefunden. Das bedeutet, das N. The Northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men. Okay, dann ist es doch nicht so. For now, they say the frost giants and the mountain giants. Dann ist es doch nicht so, wie heißt's? Narunar. Ich dachte so, es geht so nach links und dann nach rechts durch und allem, aber nö. Dann ist das so. Gut, dann mache ich einfach mal weiter und guck, was ich da noch finde und nicht finde. Ja, Ragnarok ist kommen, ist schön. Hatten wir ja schon. Gut. Aber das mache ich trotzdem noch. Also dieses Rücklaufen, das schneide ich jetzt nicht raus oder so. Weil das zu meiner Art Gameplay gehört. Dann haben wir das Gebiet gewechselt, da wurde was Neues in den RAM geladen. Dann waren wir kurz bei 39 FPS und jetzt sind wir wieder bei 55 bis 60. Na, die meisten werden das wahrscheinlich keinen Unterschied sehen. Wenn überhaupt, das ist ja auch immer so eine Sache. Manchmal wird das anders dargestellt, als man es auf der Aufnahme hat. Das hatte ich auch schon mal. Das bedeutet, ja, da hat halt irgendwie ein Game geruckelt ohne Ende und die Aufnahme war alles super. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Aber manchmal sieht es halt auch anders aus. Und von daher kann man das nicht wirklich, ja, 1:1 übernehmen. Den haben wir auch angeguckt, ne? Genau, den Pfeil nach oben. Okay.
Alles klar. Dann bin ich da diesmal jetzt ganz entspannt und guck einfach mal, was ich finde, finde ich. Was ich nicht finde, finde ich halt nicht. Dann ist das so. Gut, hier ist das nächste Tor, was wir begehen müssen. Fire Sacrifice. Ist hier irgendwo Streichhölzer rumfliegen? Nee, jetzt hätte ich nämlich jetzt ein Streichholz angezündet. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Alles wird brennen. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn. Then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. Also, wenn die Stimmen labern jetzt schon viel zu viel vorneweg. Wenn wir zurücklaufen, wird alles brennen. Das R hatten wir auch schon. Oder ich zumindest. The defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the black one, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Gut. Und gestern haben wir ungefähr 1,5 Stunden gestreamt. Das war so als Anzocken und Testen ganz geil. Aber ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon in der Aufnahme bin. Hier geht's nicht weiter, okay. Sekunde. Mal kurz auf die Uhr gucken. Wegen diesem scheiß 3D-Sound, dieses Knattern, dachte ich jetzt, das wäre irgendwie in meinem Zimmer gewesen. Dabei war das jetzt gerade im Spiel. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Okay, der Shit wird brennen. Das bedeutet, kommen wir hier durch? Ja, hier kommen wir hier runter. Okay. Wir müssen halt uns ein bisschen konzentrieren. Wenn wir das nämlich anpacken. Ja, wir müssen jetzt ungefähr im unbekannten Gameplay wieder sein. Ich werde nicht verbrennen. Das geht, also es ist schwierig, den Weg zu verlieren. Au, 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 au. Lauf schneller! Einfach durch! Your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Okay. Aber Mädchen, ja, wir sind ja bei ihr. So, ganz allein bist du nicht. Okay, hier müssen wir durch. Alles klar. Hier müssen wir die Dinger finden. Das ist eigentlich ganz gut. Dann fokussiere ich die Teile. Ja, 2 Stunden im Aufnehmen ist soweit okay. Okay, die müssen wir finden. The Northmen of Hell worship the Devourers. Insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things.
überleben. Like you, da habe ich schlimme Dinge getan, okay. Man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Ein R, das R soll hier irgendwo sein. Unten, oben. Mit was kann man denn ein R formen? Ich glaube, das war schon gespielt, aber irgendwie... The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping, hoping to find a way to postpone that dark day. Alles klar. Also die Götter haben also Schiss vor Ragnarok. Kann man nicht verübeln. Das ist mies. Das ist eher auf dem Boden gebrannt. Jetzt müssen wir das finden. Das wird aber wieder ein schöner Spaß. Das ist die Frage, wo ist dieses... Zeichen? Nee, hier nicht. Na gut. Ernsthaft? Hier haben wir es doch. Da. Dann halt hier so. Ist ja egal. Gut. Super. Haben wir es gepackt. Alles klar, dann wollen wir die Welt mal in Brand stecken. Wir können auch nicht durch die Flammen laufen, das bedeutet, wir werden hier... Wir werden hier durch das Haus geleitet. Ich weiß, dass ich rennen muss. What the? Könnt ihr mal die Schnauze halten? Ich muss mich konzentrieren. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Du Elender. Ja, ich weiß. Ich erinnere mich an mein Training. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch.
collapse and have the courage to shed your tears. Raise your world to the prime! My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now. Alles klar, nur als Neugeborene werden wir was Neues sehen, aber die Sinua sagt nö. Okay, da lang. Schade, ich dachte, ich könnte ein bisschen mit dem Windspiel klimpern. Ja, hier müssen wir sowieso noch. Okay, ich kann mich dran erinnern. Ich muss erstmal diese Tore hier öffnen. TP und keine Ahnung, D? Was weiß ich. Tell me, Drew. How did you escape your darkness? Once I found kann ich das öffnen? I was no longer enslaved. Okay. To the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear. I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Surt. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. A fool ran into the fire. Maybe they were right. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Gut. Ich kann mich hier dran erinnern, aber nicht im positiven Sinne. Ich weiß nicht, wo das Zeug ist. Doch. Ey, ich habe mich hier am Montag so extrem kaputt gesucht da dran. Das ist unglaublich. Ganz im Ernst, es ist eklig gewesen. Ich habe so geflucht, dass... Boah, das hätte man gar nicht... ich weiß nicht. Weiß nicht, ob das so schön gewesen wäre, das irgendwie zu aufzunehmen, aber Alter, habe ich mich geärgert. Ich habe hier original wirklich eine halbe Stunde gesucht, um dieses eine beschissene Zeichen da zu finden. Wirklich. Das ist ja noch relativ easy. So ist es einfach. Muss man so sehen. Aber dieses D, das war schon echt eklig. Warte mal, gibt es hier noch irgendwas? So einen Erzählstein oder so? Nee, aber hier geht's runter. Kann natürlich sein, dass es hier wieder was gibt. Ah nee, von da bin ich ja gekommen. Ich Idiot. Oh je. Naja, Fokus, du wirst sehen, das passt schon. In der Regel ist es bestimmt in dem Haus. Sonst macht das nämlich... Okay, ich muss es aber andersrum drehen. Macht aber nichts. Fall nach oben. Say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open. And Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Alles klar. Na super. Da steht uns ja ein schöner Spaß bevor. Gut, Senua. Wir müssen wahrscheinlich raus und dieses... Teil hier, was komischerweise, ey, also was ja geil gewesen wäre, wenn sie jetzt hier Licht reingemacht hätten, so dass man hier hätte irgendwie den Schatten oder so angucken müssen. Das habe ich am Anfang ganz lange gedacht.
Aber dem war nicht so. Das bedeutet, wir müssen einfach nur uns dieses Loch von außen ansehen. Naja, so richtig passt's nicht. Das muss man sagen. Aber dann ist das halt so. Ist aber trotzdem sehr, sehr geil gemacht. Ich kann ja auch nicht drüber. Schade. Lass mich raten. Hier durch. Dann gibt's da hinten so einen Sacrifice-Stein. Und dann müssen hier durchrennen. Senua, if I can survive the fire of Surt and escape my darkness, then so can you. Hallo? Muss ich nicht hier? Oder andersrum? Nee. Sekunde. Ich bin jetzt mal ganz schnell was zu trinken gemacht, aber irgendwie muss ich den Saftkarton dann irgendwie noch zusammenpressen. Der geht mir nämlich gerade auf den Sack. Naja, die 5 Sekunden werden wir schon überleben. So, Flasche zumachen. Und los. Einfach durch. Einfach geradeaus. Kann auch die. Einfach durch, einfach durch. What the fuck? I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. My battle. I have to face it alone, away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Not
die Musik ist geil. Ich glaube... Ah, du Ratte! So, wenn der sich in Flammen setzt, müssen wir dem fokussieren. Alter, der hält viel aus, der Lümmel. Er ist kein besserer Kämpfer als ich, der Lümmel. Den mach ich platt. Mit dir und... Oh, geil. War ein krasser Kampf. Da hatte sich eine echte kleine Verschnaufpause gut verdient. Dieser Feuerriese. Wollen wir mal weitermachen. Wir haben jetzt den Feuerriesen besiegt. Das bedeutet... Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Alles klar, wissen wir Bescheid, ja.
Puh. Werden in kein gutes Licht gestellt, diese Nordmänner hier. Obwohl die Senua selbst mit einer keltischen Bemalung hier rumläuft. Na gut, wollen wir mal zurück, wollen wir das große Tor öffnen. Wenn ich aber da zurück bin, mache ich ein kleines Aufnahmepäuschen, weil ich schon echt hinüber bin. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. Stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Alles klar. Das machen wir aber nichts mal. So, macht's gut, Leute. Ich kann jetzt keine Emotionen oder so machen. Schade eigentlich. Aber na gut. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Ich schnibbel mir das zurecht. Bastel den Endscreen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Macht's gut, Leute. Ciao. We'll come to an end. The sun will grow black. The earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh.